Ciao a tutti, heute machen wir so eine kleine leckere Brokkoli-Beilage. Broccoli affogati heißt das. Das Rezept gibt es auch ganz gerne mal in Kalabrien, also generell auch eher im Süden Italiens. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Es wird richtig gut. Dazu brauchen wir nicht viel. Wir brauchen eigentlich nur Brokkoli, ein bisschen Knoblauch. Wir haben hier einen Condimento Bianco von Mazzetti, Ciabatta-Brot, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Wir machen dann noch so ein bisschen Chili dazu, weil ich finde das immer ganz gut, wenn Brokkoli dünstet, wenn das auch noch so eine kleine Schärfe bekommt. Und außerdem ist es auch für die Farbe schön und der Gaumen wird sich auch bedanken. Das wird unsere Version davon. So, als erstes nehmen wir uns Knobi und Chili. Ich nehme mir gleich beides hier aufs Brett. Das Ganze schnippeln wir jetzt so ein bisschen. Also ich mache das in dünne Streifen, der Scheiben. Dann nehmen wir uns noch hier die Chili, halbieren das Ding hier. Und ihr habt jetzt gerade gesehen, ich mache das Ganze natürlich, weil ich genau weiß, dass ich meine Finger jetzt nicht in meine Äuglein stecken werde, ohne Handschuhe. Aber das ist tatsächlich so ein Gemüse, wenn ihr Chili schneidet. Dafür wären Handschuhe eigentlich gemacht. Denn der große Vorteil, so einen Handschuh könnt ihr einfach wegschmeißen und euch nachher, falls die Augen tränen oder einfach nur mal jucken, euch auch dran kratzen. Wenn bei mir jetzt das Auge juckt oder die Nase, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen fatal, wenn ich jetzt mit der Hand da so ein bisschen rangehe. Denn dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich jetzt hier weinen und wir müssen den Dreh abbrechen. Sachen sind geschnitten, jetzt gehen wir an unseren Topf. Deckel eben ab, ne, ich lege ihn einfach hier hin, damit ich auch noch an die Knöpfe komme. Machen es an, tun da gleich ein bisschen Olivenöl zu. So, jetzt kommt Knoblauch und Chili. Das Ganze wird jetzt hier gleich schon mal brutzeln. Wir gehen jetzt hier an dieses wunderschöne grüne Gemüse, an unser Brokkoli. Schneiden die Röschen ab. Bei den dicken machen wir sie auch gleich noch ein bisschen kleiner. Und dann wird gedünstet. Das Schöne daran, das kennt ihr alle selber, wenn Knoblauch irgendwie in der Pfanne mit Olivenöl anbrät, das ist schon irgendwie so ein Geruch für die Götter. Alleine mit dieser Masse, da könnt ihr euch halt echt einfach auch schon so einen Haufen Pasta reinkippen. Das alleine reicht für einen leckeren Teller. So, das ist jetzt hier alles so ein bisschen glasig geworden. Das heißt, es wird Zeit für unser Gemüse. Geben da jetzt gleich noch so ein bisschen Brühe dazu. Die habe ich mir hier natürlich schon vorbereitet, damit da auch noch so ein bisschen Flüssigkeit drankommt, damit es auch nicht anbrennt unten. Und dann kommt der Deckel drauf. Tada! So. Jetzt haben wir halt einfach ein bisschen Zeit, weil das Ganze muss halt so 20 bis 30 Minuten dünsten. Wir haben jetzt hier schon mal das Ciabatta-Brot, da schneide ich gleich die Scheiben runter, dann grillen wir und hier gucken wir immer mal wieder drauf, ob die Flüssigkeit komplett reduziert ist, dann geben wir noch ein bisschen Brühe nach und ansonsten arbeitet das jetzt einfach ohne Zutun weiter. Auch kleiner Tipp von mir, nehmt ein Brotmesser immer, wenn ihr Brot schneidet, denn das hat alles schon seine Daseinsberechtigung, wenn es solche Sachen gibt. Wenn ihr einfach nur ein scharfes Messer nehmt, dann drückt ihr das Brot zusammen und ihr schneidet halt einfach es nicht in der Form, wie es halt jetzt aussehen soll. Schaut mal her, so habt ihr ein richtig schönes, rundes, saftiges Ciabatta-Stück, das gleich ein bisschen kross angebraten wird in Olivenöl und Knoblauch und das macht auch viel mehr Spaß, es dann zu essen. Wir machen jetzt wieder was wie von Geisterhand. Ich habe jetzt hier noch eine Grillpfanne für das Brot, denn, wie wir alle wissen, Ciabatta wird natürlich leckerer, wenn wir das Ganze jetzt schön grillen. Außerdem gibt es dann die schönen braunen Rillen dazwischen. Die machen das Ganze auch noch mal ein bisschen ansehnlicher. Das machen wir mit ein bisschen Olivenöl und Knoblauch und ich würde einfach mal sagen, ich mache die Pfanne heiß. Auch in die Pfanne tun wir jetzt ein bisschen Knoblauch rein. Dazu wieder die Zehen nehmen, drücken wir ein bisschen an. Die müssen wir jetzt auch nicht sonderlich fein schneiden, da geht es jetzt wirklich einzig um den Geschmack, dass sich das so ein bisschen mit dem Öl vermischt und dann natürlich auch vor allen Dingen auf unser Brot übergeht. Das verteilen wir hier auch so ein bisschen, zack, und dann packen wir jetzt gleich die Brotscheiben dazu. Und rein mit den Dingern. Da haben wir jetzt mal ein paar drin. Wir wollen uns mal so ein bisschen den Brokkoli angucken, was der so sagt, was er uns zu erzählen hat. Ich heb mal den Deckel ab. Guck mal hier. Oh. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir hier unseren Brokkoli gedünstet. Jetzt löschen wir das Ganze noch mit unserem Condimento Bianco ab.
Zack. So. Flamme bei der Pfanne ist aus. Wir haben jetzt unseren Essig dran. Jetzt geben wir noch ein bisschen Pfeffer dran. Und ein bisschen Salz. Schön golden. Hättest du mich gefragt, bevor ich die Dinger selber gemacht habe, wie das perfekt gegrillte Ciabatta aussieht, ich hätte dieses Ding hier beschrieben. Jetzt komm mal her, dann guckt euch das nochmal an. Golden, schön mit dem Öl, so ein ganz bisschen durchtränkt und dann siehst du halt auch noch hier richtig und riechst dieses Knoblaucharoma. Das sind diese Momente, wo Geruchsfernsehen natürlich wieder kommen sollte, beziehungsweise wo es erstmals kommen sollte. Aber das wird, glaube ich, gleich eine Menge Spaß machen. Meinem Gaumen und euren dann bald hoffentlich auch, wenn ihr die Dinger dann zu Hause nachmacht. Das Ganze ist jetzt fertig. Wir haben hier unseren Brokkoli. Den papp ich jetzt auf den Teller. Zack. Tada. Dann haben wir natürlich noch unser leckeres Brot. So. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das sind meine Brokkoli Affogati. Macht sie auf jeden Fall zu Hause nach, denn sonst verpasst ihr was. Schreibt uns auch in die Kommentare, ob es euch geschmeckt hat, ob ihr sie leicht hinbekommen habt. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Sehr gerne auch Anregungen für weitere Rezepte. Abonniert den Kanal, die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und ich freue mich wie immer auf die nächste Folge mit und für euch. Also Leute, wir sehen uns. Ciao.